Wir nehmen jetzt vielleicht nochmal den Vortrag von Daniel München mit, der für eine Organisation spricht und arbeitet, die keiner von Ihnen kennt, nämlich die Wikipedia, also eine Organisation, die offenes Wissen lebt und das sie tagtäglich nutzen, ohne sich groß darüber Gedanken zu machen, wo das herkommt, ohne vielleicht den Wert zu hinterfragen. Das ist für sie was Selbstverständliches. Das beantwortet tagtäglich ihre Wissensfragen. Und zwar mehr als jedes andere massenmediale Medium heutzutage. Das war die Steilvorlage. Geht's los? So, ich setze mich. Jetzt bin ich wieder. Um es mal klarzustellen, ich arbeite für das Museum für Naturkunde in Berlin und in meiner Freizeit, speziell wenn es dunkel wird, bin ich bei Wikipedia aktiv und bei der Open Knowledge Foundation. Ich versuche jetzt mal, die Diskussion hier ein bisschen zusammenzubringen. Wir haben die Zeit schon überzogen und ich stehe zwischen dem Buffet und der Diskussion. Deswegen versuche ich einfach mal kurz zu beschreiben, ein Experiment, was stattgefunden hat diesen Sommer. Es war in Brasilien und da haben Wissenschaftler, ich sage jetzt mal, wie das Wissenschaftler beschreiben würden. Da haben wir Gruppen gebildet, wo jeweils vier Mannschaften, sage ich jetzt mal, ein paar Spiele gegeneinander gespielt haben. In jedem Spiel gab es so 22 Leute und einen Ball und noch ein paar Leute, die rundherum waren, aufgepasst haben, Kontrolle ausgeübt haben. Und dann gab es ca. 50 bis 100.000, die jeweils zugeguckt haben. Wenn das aber in der Wissenschaft gewesen wäre, hätten wir diese 50 bis 100.000 Leute nicht. Und am Ende stünde nur ein bestimmtes Land ist Weltmeister geworden. Der ganze Prozess wäre nicht sichtbar gewesen. Aber der ganze Prozess ist das, worauf es ankommt. In einem wissenschaftlichen Experiment gehen mindestens genauso viele Emotionen positiver wie negativer Natur durch, wie bei so einem Fußballspiel oder bei so einem Turnier. Und die werden aber normalerweise nicht nach außen transportiert. Und wenn wir einfach nur auf dem gleichen technischen Niveau, wie wir wissenschaftliche Artikel schreiben, den Fußball beschreiben würden, was ja im Zeitungsteil ist, also so hier und da mal passiert, dann ist die Begeisterung der Leute doch deutlich weniger ausgeprägt. So, und damit haben wir auch so ein bisschen die Brücke zu diesem Thema Citizen Science gebaut. Es gibt viele Leute, die sich für Sport interessieren, weil der Sport interessant gemacht wird, weil man auch zugucken kann, weil halt eben am Ende nicht nur das Ergebnis steht, sondern weil man sich angucken kann, was ist eigentlich bei diesem 0 zu 0 da passiert oder bei dem 7 zu 1 oder was auch immer. Ne? Und das ist das, da haben viele Leute mitgefiebert. Und genau das Gleiche ist bei dieser Frage, warum fliegt diese Fliege jetzt nach links oder nach rechts? Oder kriegt das Chamäleon diese Fliege? Genau das sind diese Arten von Fragen, mit denen sich Wissenschaftler beschäftigen. Oder andere Frage, Fukushima. Gab es ein großes Problem, hat viele Leute interessiert, der Staat Japan hat gesagt, ah nee, kein Problem, alles unter Kontrolle. Dann sind die Leute, die in der Nähe von Fukushima gewohnt haben, oder halt eben auch manche von weiter her, sind gekommen mit einem Geigerzähler und haben einen Geigerzähler das machen lassen, was ein Geigerzähler macht, nämlich Radioaktivität messen. Und haben dann diese Messung auf Karten eingetragen, die im Internet waren. Und das Ganze ziemlich schnell, wesentlich schneller, als das die japanische Regierung je hingekriegt hätte. Und in der Tagesschau und anderen traditionellen Medien hatten wir live diese Geiger-Counter. Und die Leute haben das geguckt. Na? Und vom Prinzip her kann man das mit jeder Art von Messung machen. Natürlich wieder personenbezogene Daten und so. Bestimmte Arten von Daten können einfach dafür nicht verwendet werden, aber für alles oder für die meisten Daten ist sowas prinzipiell möglich. Und es gibt auch viele Leute, die interessieren sich dafür. Und ich kann jetzt leider sehr wenig sehen, wer da hier ist, aber ich würde einfach mal jetzt Sie um Handzeichen bitten. Wir hatten ja schon rege Beteiligung, aber es hat noch nicht jeder was gesagt. Wir können auch nicht mehr jedem was sagen lassen, aber es kann jeder mal seine Hand heben, wenn er gerne an einem wissenschaftlichen Projekt teilnehmen würde. So, okay, jetzt nehmen die ihre Hand, Hand oben lassen bitte. Die nehmen ihre Hand runter, die innerhalb des letzten Monats schon teilgenommen haben an einem wissenschaftlichen Projekt. Okay, wer im letzten Monat nicht an einem Projekt teilgenommen hat, bitte Hand hoch. Hand hoch, Hand hoch, okay. Genau Sie sind eigentlich Zielgruppe von dieser Citizen Science. Citizen Science wird in der Wissenschaft zunehmend verwendet, im Wesentlichen für Fragen, wo die kleine Gruppe aus Forschern alleine nicht klarkommt. Das hatten wir in dem Beispiel, was der Stefan vorhin genannt hatte, mit dem P ist gleich NP ungefähr, für Mathematiker. Ne? Aber es gibt halt eben auch Probleme, die man mit einer größeren Gruppe bearbeiten konnte. Bei dem speziellen Problem konnten wirklich nur Leute, die
Mathematik auf hohem Niveau konnten, tatsächlich auch mitmachen. Wir konnten ein paar andere Leute mitlesen. Ich habe auch mitgelesen, habe fast nichts verstanden, aber ich fand den Prozess interessant. Ist ähnlich wie man auch, ich kann auch Baseball gucken, verstehe ich auch nichts, aber ist interessant, ne, manchmal. Und es gibt viele Leute, die sich für bestimmte Sachen interessieren und die würden gerne bei so einem Prozess mal mitmachen. Und ein klassisches Citizen Science Projekt ist zum Beispiel, ein Doktorand hatte in der Astronomie hatte die Aufgabe, Bilder des Hubble-Teleskops zu analysieren und davon gab es 1 Million. Und er hat so gesagt, okay, ich probiere mal gucken, wie viel ich schaffe. Hat er eine Woche lang wirklich rund um die Uhr fast nicht geschlafen im Labor, 50.000 Galaxien klassifiziert. 50.000 von 1 Million, das heißt, es wäre noch eine ganze Menge Zeit gewesen. Und der war hinterher fertig, der große Urlaub. So, und die wesentliche Frage, die er dabei beantwortet hat, war eigentlich nur, ist diese Galaxie spiralig oder ist die eher sphärisch oder irgendwas anderes? Weil die Beantwortung dieser Frage, wenn man das auf der Skala von 1 Million Galaxien macht, hatte Auswirkungen auf eine Theorie zur Entstehung von Sternen und sowas, an der er in seiner Doktorarbeit gearbeitet hat. Und dann hat er sich gesagt, okay, die restlichen möchte ich jetzt nicht nochmal so machen. Also hat er ein Programm geschrieben, wo er die Daten hochgeladen hat, die waren ja sowieso schon frei, da brauchte er sich mit dem Teil jetzt nicht mehr beschäftigen. Er hat gesagt, hier ist eine Plattform, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr Galaxien klassifizieren, ob sie spiralig, rund oder irgendwie anders sind. Ja, die Leute sind gekommen. Also er hat das nicht einfach nur so gesagt, sondern er hat es schon geschickt mit den Medien, die das Web ihm zur Verfügung stellt, gemacht und die Leute sind gekommen. Aus diesem Projekt haben sich viele andere entwickelt und innerhalb dieses Projektes haben dann Leute, die Astronomie überhaupt nicht studiert haben, die haben neue Formen von Galaxien beschrieben. Da sind klassische Paper wieder rausgekommen, da sind aber auch viele andere Sachen rausgekommen. Viele Leute, die sich früher nicht für Galaxien interessiert haben, die haben dann aktiv mit dran gearbeitet. Die haben versucht, Spektroskopie-Methoden zu verfeinern, dass sie die Daten, die andere Teleskope oder so schon aufgenommen hatten, zusammenbringen können wieder. Das ist wieder so Open-Data-Sachen. Man kann bestimmte Sachen nur dann zusammenbringen, wenn sie halt erstmal da sind, verfügbar sind. Und das haben Leute, die wirklich keine astronomische Ausbildung hatten, haben sich dann gegenseitig über so Online-Foren Sachen beigebracht. Und da sind sogar jetzt diverse Strukturen oder Typen von Galaxien sind jetzt benannt nach Leuten. Also Hannis Vorwerk zum Beispiel, ein Objekt ist nach einer Lehrerin, Unterstufenlehrerin Hanni aus Holland benannt. Und die hat wirklich nie Astronomie. Sie fand die Bilder einfach nur schön. So wie andere Leute Fußball schön finden oder irgendwie anders. Ne? Insbesondere mit Bier. Ja? So, und man kann dies in allen möglichen Bereichen machen. Es gibt immer wieder Initiativen, wo man rumgeht, zum Beispiel gucken, wir haben Käfer, bestimmte Arten von Käfern sind entweder zu selten oder zu häufig irgendwo. Und dann kann man sagen, ja, haben Sie so einen Käfer in letzter Zeit gesehen? Wenn Sie den sehen, machen Sie mal ein Foto, schicken Sie uns. Oder ein anderes Projekt gab es in Deutschland, da hieß es einfach, ja, wenn Sie Mücken nerven, ist das nervig? Noch nicht? Ja, und irgendwann machen Sie den hier. Wenn Sie das gemacht haben, schicken Sie uns die Mücke. Haben die Leute gemacht. Auf diese Art und Weise haben die Wissenschaftler ein Bild davon gekriegt, von der Diversität von Mücken innerhalb von Deutschland. Es gibt mittlerweile wirklich Citizen Science. Also, wir alle im Chor. Citizen Science. Ja, okay, solche Projekte gibt es in allen möglichen Bereichen der Wissenschaft. Und diese haben jetzt erstmal nicht unbedingt was mit Open zu tun. Der Punkt ist einfach nur, dass die Bürger mitmachen können. Die meisten dieser Projekte sind tatsächlich klassisch closed. Das heißt, die Konzeption des Projektes findet in den Hirnen der Forscher statt. Die reden auch nicht großartig drüber. Irgendwo machen sie dann ein Fenster auf in ihre Wissenschaft. Da sagen sie dann, hier, macht mit. Die Daten, die Bürger dazu beitragen, die sind manchmal offen, manchmal nicht. Und dann irgendwann wird ein klassisches Paper draus geschrieben. Da stehen dann die Autoren, die Wissenschaftler wieder drauf und irgendwo in den Dank sagen, ja, und die Bürger haben auch mitgemacht. So, andererseits bildet aber Open Science wiederum einen ganz anderen Hintergrund, vor dem man Bürgerwissenschaft machen kann. Da kann man nämlich tatsächlich sowas wie dieses Fußballstadion, wenn wir mal groß denken, kann man tatsächlich machen, weil die Leute an jedem Punkt mitmachen können. Es gibt bestimmte Regeln, dafür gibt es einen Schiedsrichter und ab und zu mal Funkprobleme oder irgendwie sowas. Aber es gibt eine Infrastruktur, wo man teilnehmen kann. Und dann kann man diese ganze Passion, die Emotionen, die in der Wissenschaft passieren, die kann man auch teilen, die kann man weiter teilen, kann man auf Facebook, sonst wo, auf einem Boot kann man teilen. Ja? Und auf diese Art und Weise kann man sich viel besser mit der Wissenschaft beschäftigen, selbst wenn man es in seinem Beruf, um Gottes Willen, nicht machen möchte. Bei Cocktailpartys höre ich immer wieder,
wenn ich erzähle, ich bin Physiker. Oh Gott, Physik war mit das Erste, was ich abgewählt habe. Irgendwie sowas. Aber selbst diese Leute, von denen vermute ich auch ein paar hier hinsitzen, ich gucke jetzt keinen spezifisch an, selbst diese Leute, wenn sie ehrlich sind, gucken sich ganz gerne mal die Sterne an oder bestimmte andere Sachen oder halt einen Käfer oder irgendwie sowas. Ne? Und das dürfen sie jetzt. Sie dürfen jetzt an der Wissenschaft mitmachen und sie können sogar Wünsche äußern. Es gibt Plattformen, da können sie Vorschläge machen. Als irgendjemand, sie müssen noch nicht mal einen konkreten Namen haben, sie können da sagen, ich bin Fritz Hugo 25, geht auch. Damit müssen wir als Wissenschaftler noch lernen, umzugehen, weil wir es eigentlich gewohnt sind, nur mit Professor und Doktor, HC und so weiter zu arbeiten. Und, aber es gibt viele Möglichkeiten, da so zusammenzuarbeiten. Und das zu eruieren, soll jetzt Thema der letzten Wortmeldung sein. Deswegen höre ich jetzt auf.